Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Der Aktionär TV Interview mit Jochen Kauper. Herzlich willkommen. Hallo Andreas. Wir wollen wieder über die Aktien sprechen, die du uns regelmäßig mitbringst, und als allererstes über Volkswagen. Die wollen sich jetzt auch in der Elektrobranche mehr etablieren. Kann das irgendwelche Auswirkungen haben oder wie siehst du diese Entwicklung bei VW? Kann das überhaupt so langsam mal wieder einen positiven Effekt auch geben? Ja, positiv ist natürlich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, endlich kommt hier mal ein positives Signal bezüglich der Elektromobilität von Volkswagen. Weil im Moment hat man im Angebot den Golf Blue Motion und den e-Up. Also das ist für einen Konzern wie Volkswagen ihn darstellt, das ist einfach zu wenig. Wenn wir kurz mal auf die Aktie blicken, immer noch hier seitwärts drin gefangen, aber nichtsdestotrotz, wir haben das letzte Mal auch hier darüber gesprochen, die Aktie ist über die 200-Tage-Linie ausgebrochen, Kaufsignal, jetzt muss man natürlich schauen, dass wir hier über der 200-Tage-Linie bleiben, das wäre schon ein wichtiges Signal, aber man muss auch sehen, dass die Aktie in den letzten Wochen schon etwas ein Eigenleben jetzt führt, also sich marktunabhängig hier jetzt nach oben bewegt. Also ich gehe davon aus, dass man jetzt über kurz oder lang sich mit den amerikanischen Behörden einigen wird. Und man sieht es hier jetzt schon, ja, wir haben schon mal darüber diskutiert in der letzten Woche, die Aktie will nach oben. Ja, es ist einfach so. Der Markt, man muss dem Markt hier eigentlich folgen. Ja. Also deswegen ist für mich die Aktie aus dem aktuellen Gesichtspunkt, aus Trading-Perspektive ein Kauf. Und das Papier hat auch durchaus Luft, dann mal in den Bereich von 150 Euro jetzt rein zu klettern. Da muss man jetzt wirklich mal sehen. Aber wie erwähnt, Kaufsignal hier über 200-Tage-Linie muss jetzt drüber bleiben. Und aus Trading-Gesichtspunkten hier im Moment die stärkste Aktie unter den deutschen Autobauern. Dann wollen wir von Wolfsburg nach München schauen, zu BMW. Wie sieht da deine Einschätzung aus? Da gab es ja zuletzt auch einen kleinen Rücksetzer. Ja, absolut. Also ich muss fairerweise dazu sagen, dass ich für BMW jetzt schon etwas optimistischer jetzt gewesen bin. Warum, weshalb? Die Aufstellung in puncto Elektromobilität, Vernetzung, Carsharing, also war alles wirklich, wirklich gut gewesen. Und gab mir eigentlich auch Anlass dazu, dass ich sage, Mensch, Kinder, die Aktie würde ich jetzt favorisieren, vor Daimler beispielsweise. Aber dem ist jetzt nicht so, die Zahlen waren nicht so gut gewesen, gut fürs erste Quartal, das war auch erwartet worden. Aber jetzt auch bei der Hauptversammlung hat Vorstand Krüger jetzt gesagt, was die Elektromobilität jetzt betrifft, da wird es das nächste Modell erst aller Voraussicht nach im Jahr 2021 geben. Sag ich, 2021? Was? Also man hat sich wahnsinnig frühzeitig positioniert mit dem i3, mit dem i8, war man Trendsetter in der Elektromobilität, was die deutschen Hersteller betrifft, war eigentlich so, ja, auf einer Linie, möchte ich jetzt nicht sagen mit Tesla, aber ernstzunehmender Konkurrent, vor allem so von den alten, eingesessenen, traditionellen Herstellern und jetzt 2021, mal sorry, aber... Also das war für mich schon wirklich negativ. Ich habe da wirklich viel mehr erwartet, dass man sich hier peu à peu weiter und weiter entwickelt und besser positioniert. Und von daher muss ich sagen, auch wenn viele jetzt sagen, oh, ist jetzt völlig verrückt, was die aktuelle Einschätzung gut ist für mich, eine Halteposition. Man muss jetzt sehen, dass hier die alte Unterstützung hält. Ich muss im Moment ganz klar sagen, auch wenn das Vorstandsteam mit Sicherheit bei VW nicht verdient hat, dass man jetzt sagt, okay, die Aktie ist jetzt ein Kauf. Aber jetzt im Moment aus technischen Gesichtspunkten muss man sehen, VW im Moment die interessanteste Aktie vor BMW und vor Daimler. Das ist jetzt im Moment meine aktuelle Einschätzung. Also. Dann wollen wir nach Amerika auf den Elektromarkt schauen. Tesla, die performen jetzt schon seit ein paar Tagen unter der 200-Tage-Linie. Wann geht es da wieder bergauf, deiner Meinung nach? Sehr gute Frage. Also Tesla, da streiten wir uns auch in der Redaktion. Es gibt sehr viele Leute, die bei uns für Tesla sind. Sehr viele, die, was die Aktie betrifft, negativ gestimmt sind. Also die Aufwärtsbewegung, die wir hier gesehen haben, also die war schon brutal gewesen. Ja. Also hier hat man auch gesehen, am amerikanischen Aktienmarkt hat man sehr, sehr viele Hightech-Konzerne abverkauft. Gab es eine kleine Delle hier zu Beginn des Jahres. Jetzt ja, konsolidiert die Aktie auf hohem Niveau. Hier haben wir eine Unterstützung. Tesla ist eine Glaubenssache. Also Elon Musk, Vorstand, ist ein glänzender Verkäufer, der verkauft seine Visionen, der verkauft die neuen Modelle, was er mit ihnen erreichen will. Er wird 2018 500.000 Autos produzieren. Wie er das schaffen möchte, muss ich fairerweise dazu sagen, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das werden wahnsinnig viele Investitionen werden nötig sein, Milliarden, wo er die herbekommen will, ich weiß es nicht. Aber die via Kapital und neue Investoren, boah. Tesla baut im Moment im Jahr, glaube ich, 50.000 Autos und jetzt innerhalb weniger Jahren auf 500.000.
Also das bleibt mir jetzt im Moment ehrlich ein Rätsel. Kann natürlich sein, dass man sagt, okay, hier werden in den nächsten Jahren alle Hebel in Bewegung gesetzt und die Produktion wird auf 500.000 Autos aufgebaut. Man hat jetzt einen neuen Manager von Audi, der sich dieser Serienproduktion jetzt annehmen soll. Natürlich geschuldet im Model 3 der wahnsinnigen Nachfrage. Also dass die Nachfrage da ist und dass die Autos hip sind und den Nerv der Zeit treffen. Ja, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Tesla ist eine geile Marke, macht wahnsinnig coole Autos. Aber die Frage ist doch, schafft er es, diese 500.000 Autos zu bauen? Und das kann ich nicht entscheiden. Ich glaube es nicht, dass er das in so kurzer Zeit schafft, wenn irgendwelche Anleger draußen sind. Boah, glaube ich, bin ich absolut davon überzeugt. Und waren vielleicht schon in den USA und haben sie Produktionswerke angesehen. Ja, okay, dann musst du die Aktie natürlich kaufen. Aber mit 25 Milliarden Euro ist Tesla wirklich stolz bewertet. Zum Vergleich, BMW haben wir 50 Milliarden. Und BMW produziert im Jahr 2 Millionen Autos und Tesla im Moment 70.000. Also ist eine Glaubenssache, aber coole Autos, darüber wollen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Eine interessante Alternative ist BYD zu Tesla. Wie sieht da deine Einschätzung aus? Also die finde ich wahnsinnig spannend. Warum, weshalb? Hier sind wir im chinesischen Markt. Batteriehersteller auf der einen Seite, Autohersteller, Elektroautobauer auf der anderen Seite. Finde ich eigentlich ganz cool. Warum, weshalb? Weil die Chinesen natürlich diesen Markt wahnsinnig pushen. Also hier gibt es hohe Förderungen für die Elektromobilität. Logisch, wir haben da drüben viele Megacities mit 20 Millionen Einwohnern und hier haben wir Verkehrsaufkommen, das ist wirklich brutal und da muss man schon was dafür tun und man sieht auch jetzt in den letzten Wochen und Monaten, dass die Chinesen halt wirklich diese Elektromobilität wahnsinnig fördern und hiervon profitieren natürlich auch BYD als heimischer Anbieter und die wollen natürlich auch für die heimischen Hersteller was tun, also die werden Teufel dafür tun, wenn sie sagen, okay, liebe Jungs von Tesla oder BMW oder VW, kommt zu uns rein, wir fördern eure Elektroautos, also die tun da schon sehr, sehr viel für die eigenen Unternehmen. Das ist völlig normal, völlig klar. Und deswegen finde ich das Unternehmen auch spannend. Und wenn hier die Aktie jetzt mal über diese horizontale Widerstandslinie ausbricht, dann ist die Aktie für mich wirklich ein Kauf. Für mich im Moment, ja, kann man die erste Position mal eingehen, mal einen Fuß in die Tür stellen. Das ist ein wahnsinnig spannendes Unternehmen und eine schöne Depotbeimischung. Als nächstes wollen wir über die Paragon-Aktie sprechen. Die kommt... die hat einen sehr guten Aufwärtstrend oder einen stabilen Aufwärtstrend hingelegt. Wie kann es weitergehen? Ich bin ja froh drüber. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, schon die dritte oder vierte Woche, wo wir über Paragon sprechen. Es hat sich an sich vom Newsflow gar nichts geändert. Aber wir haben immer noch die Hoffnung auf neue Aufträge aus den USA oder auch aus Deutschland. Ich glaube schon, dass wir hier in den nächsten Wochen, ich wiederhole mich hier wie eine Schallplatte, die immer auf den gleichen Punkt zurückspringt, aber das Unternehmen bleibt spannend. Und die Technologie mit ihren Batteriepacks, die sie hier haben, bleibt unheimlich interessant. Und wenn wir hier jetzt die nächste Widerstandsmarke nach oben knacken, dann haben wir wieder Potenzial bis 33 und dann bis 35. Aber ich hoffe natürlich, dass das Unternehmen bzw. die Aktie hier immer peu à peu nach oben läuft und hier nicht in einem Zug nach oben springt. Denn dann ist der Gefahr eines Rückschlags natürlich relativ hoch. Also ich freue mich über einen schönen langsamen Aufwärtstrend. Auch hier, ja, ich sage mal so, in einem eher unruhigen Marktumfeld, in dem wir uns im Moment mit DAX und Co. befinden. Und wenn sich die Aktie weiter nach oben bewegt, ist doch alles wunderbar. Also hier, wer investiert ist, auf jeden Fall die Aktie halten. Also hier bin ich absolut von positiven Newsflow in den nächsten Wochen und Monaten überzeugt. Als nächstes sprechen wir dann jetzt über Nordex. Du siehst eine positive Entwicklung in der Charttechnik. Ja, grundsätzlich schon. Aber wie gesagt, die Aktie muss jetzt echt schauen, dass er hier nachhaltig, das ist die Widerstandsmarke bei 24,50, da muss die Aktie jetzt nachhaltig drüber und auch drüber bleiben. Und nächstes Szenario, nächstes Kaufsignal würde sich dann ergeben, wenn die Aktie über die 200-Tage-Linie geht, die ist im Moment bei rund 27 Euro. Natürlich kann man in diesem Marktumfeld auch immer mal wieder einen Rücksetzer sehen. Das wäre jetzt natürlich nicht unbedingt positiv für die Aktie. Aber solange das Papier in diesem Seitwärtstrend bleibt, ist alles noch okay, sagen wir so in Anführungsstrichen. Also darunter soll es auf jeden Fall nicht fallen, wer hier investiert ist. Stoppkurs 21,50, den sollte man auf jeden Fall jetzt beibehalten. Und da muss man die Position jetzt absichern, denn der langfristige Aufwärtstrend, den wir so in den letzten Jahren erfahren haben, der ist jetzt einfach im Moment mal kaputt. Und hier muss man sehen, kurzfristig sehe ich jetzt schon mal Tendenz, dass wir uns jetzt wieder nach oben bewegen, denn die letzten Zahlen waren sicherlich gut gewesen. Zahlen zum Gewinn bekommen wir, glaube ich, am 23. Mai. Und von daher
Ist also schon noch Fantasie im Markt und man muss jetzt auch mal sehen, wie die Kiste mit Axiona jetzt weiterlaufen wird. Ich bin auf jeden Fall positiv, aber wie erwähnt, den Stoppkurs muss man auf jeden Fall beachten. Fuß in der Tür ist völlig in Ordnung. Ausbruch hier nach oben muss nachhaltig sein. Und die nächste Tranche kann man dann kaufen, wenn wir hier die 200-Tage-Linie nach oben knacken. Aber dann sieht man auch, dass sich mal wieder ein nachhaltiger Aufwärtstrend etabliert hat. Dann lohnt sich das auch. Als nächstes blicken wir auf Adidas, den Sportartikelhersteller. Der hat in den letzten Monaten richtig stark performt. Jetzt gab es einen kleinen Rücksetzer. Woran lag es und wie siehst du das weitere? Ja, das finde ich jetzt grundsätzlich mal nicht schlimm, dass die Aktie hier jetzt mal einen Rücksetzer erfahren hat. Dann muss jetzt schon sehen, Adidas hat jetzt seit Oktober wahnsinnig gute Performance hier aufs Parkett gelegt. Also das ist schon beeindruckend für den Standardwert und in so einem Marktumfeld, wo man sagt, das war jetzt alles andere als gut gewesen. Wir haben jetzt hier in der Aufwärtsbewegung immer wieder Konsolidierungsphasen gesehen, Seitwärtstrends, ist die Aktie nach oben ausgebrochen, auch hier. Und wenn wir jetzt hier auch einen neuen Seitwärtstrend ausbilden, dann ist es auch völlig in Ordnung. Nach dem letzten Anstieg, wir kommen ja auch wieder von 100, sind wir bis auf 115 Euro. Ich bin schon im Moment auf jeden Fall noch sehr positiv für Adidas. Warum? Weshalb? Die Produkte, die sie im Moment im Sortiment haben, die sind wirklich richtig, richtig cool wieder. Also da trifft man auch wieder den Konsumenten, also da trifft man auch wieder den Nerv der Zeit. Das war jetzt meiner Meinung nach in den letzten zwei Jahren nicht unbedingt der Fall gewesen. Und was man jetzt auch mit den einzelnen Golfmarken macht, also die werden jetzt zum Verkauf gestellt, finde ich auch völlig richtig. Denn wenn es in einem Segment nicht mehr läuft, warum soll ich dann daran festhalten unbedingt und alle Hebel in Bewegung setzen, dass ich hier in diesem Golfsegment einen Turnaround schaffe? Also weg damit und es ist auch völlig in Ordnung. Da muss ich mich wieder neu positionieren, neu ausrichten. Bekomme jetzt auch einen neuen Vorstand, Kaspar Rohrstedt. Der wird sicherlich auch viele neue Ideen mitbringen. Das wird sicherlich interessant. Aber wenn man sich die Bewertung mal anschaut, Adidas, ein Kursumsatzverhältnis von 1 oder 1,2 und bei Nike sind wir immer bei 2,5. Also hier haben wir schon noch Potenzial nach oben. Also es ist nicht so, dass das Ende der Fahnenstange hier erreicht ist. Aber nicht in die Stärke hineinkaufen. Das heißt, wenn ich hier einen Tag habe mit der Adidas-Aktie 2, 3, 4, 5% plus, da brauche ich hier nicht kaufen. Also Rücksätze abwarten, vielleicht mal im Bereich von 105. Wenn ich hier die Möglichkeit habe, zum Zug zu kommen, dann kann ich zugreifen. Du hast Nike gerade eben schon angesprochen, unsere letzte Aktie, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wie sieht da deine Einschätzung aus? Ja, sieht man hier, die Aktie ist jetzt schon etwas abgesoffen, wenn ich es so mal formulieren darf. Also hier hat Adidas auf jeden Fall von der relativen Stärke die Nase vorne. Und man muss ja auch sehen, dass man sich als Anleger nicht unbedingt ein Klumpenrisiko ins Depot legt. Das heißt, ich brauche hier keine 1, 2, 3, 4 Sportartikelaktien. Ich muss mich für eine entscheiden, die relative Stärke, das heißt das Momentum, spricht im Moment für Adidas. Deswegen würde ich die Adidas-Aktie im Moment Nike auf jeden Fall vorziehen. Jochen, vielen Dank für deine Einschätzung. Liebe Zuschauer, das war ein Der Aktionär TV-Interview. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.